Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Hakuyu, Stufe legendäres Flugzeugträgerchen, was ihr euch für 30 Millionen Credits erforschen könnt. Ich hatte es ja schon im Midway-Video gesagt gehabt, ich bin davon kein Fan, weil man natürlich durch die 30 Millionen Credits die Leute ziemlich abschrecken wird und dadurch werden relativ wenig Leute diese Projekte kaufen und erforschen. Und die eingefleischten TV-Liebhaber unter euch, die wahrscheinlich auch noch boosten werden, gucken dann nämlich in die Röhre, weil sie einfach anfangs keine Match finden werden. Ist nicht gut durchdacht von Wargaming, das habe ich ja schon im Midway-Video gesagt gehabt. Ja, eigentlich sehr, sehr schade drum und ich finde halt auch leider enttäuschend, dass es für mich im Großen und Ganzen einfach nur größere 7er CVs sind. Also da gibt es keine Besonderheit, was die Legendären einzigartig macht, finde ich einfach sehr, sehr schade. Geschichtlich muss man zu dem Schiff diesmal nichts sagen, denn dieses Schiff gab es nicht, ist ein Projekt gewesen. Ja, das ist doch ganz gut, deswegen hält sich der Infoteil diesmal ziemlich kurz. Schauen wir mal an, was wir so eingebaut haben. Wir haben natürlich Flugüberwachungsmod 1 drinne, dann haben wir hier Luftgruppenmod 2 drinne, dann das Tarnsystem Mod 1 und zum Schluss haben wir hier nochmal Luftgruppen Mod 3 drin. Kommen wir zur Ausrüstung. Da ist ja das, was ich bei der Midway schon gesagt habe, sehr enttäuschend, dass die Legendären hier nichts Besonderes haben. Nicht mal die Zeiten wurden geändert, dass man sagen könnte, okay, Wirkungsdauer ist dann statt 5 Sekunden 10 oder 15 Sekunden, hier Wirkungsdauer 80 Sekunden, hier eventuell 15 oder 20 Sekunden. Na, dass es zumindest einen kleinen Unterschied zu den 7ern gibt. Aber nein, Wargaming ist hier wirklich stur und ja, im Großen und Ganzen muss man einfach leider sagen, es ist Copy-Paste. Ne? Einfach im Großen und Ganzen ähnliche Werte wie die 7er CVs, finde ich persönlich sehr enttäuschend. Werte: Überleben haben wir 80 Punkte, 63.100 Trefferpunkte, 13 bis 165 mm, Torpedo-Schadensverringerung 25%. Flugzeuge, und ihr seht es schon, ne? Wir haben nicht wirklich viel. Wir werden es gleich mal ein bisschen, mal vergleichen. Wir haben hier die Torpedobomber mit 2.999 Trefferpunkten und die Sturzbomber mit 2.785 Punkte. Also 2,9 und 2,7. Wir schauen mal, was die Shukaku zum Beispiel hat. 2,9, 2,7. Wir haben hier wirklich die gleichen Werte wie bei der Shukaku. Und das muss doch nicht sein. Das Geile ist aber, ne, wir haben bei der Shukaku zum Beispiel 3 Flugzeuge in der Angriffsstaffel. Bei der Hakuyu haben wir nur 2 Flugzeuge, die angreifen. Höchstschaden 9.600. Bei der Shukaku sind es 7.900. Also der Schaden ist da besser. Wir können mal bei der Kaga gucken. Ja, da ist es auch besser. Dafür kann die Kaga natürlich hier deutlich mehr angreifen. Hier mit 4 Flugzeugen pro Staffel. Also ihr könnt zweimal mit der Staffel angreifen und haut da jeweils 4 Torpedos raus. Ja, bei der Hakuyu sind es leider nur 2 Torpedos. Ich dachte ja erst anfangs, okay, vielleicht ist es bei der Midway, ne? 2 Torpedos pro Flugzeug. Nö, nö, das machen wir hier nicht. Ja, ich habe es ja schon bei der Midway gesagt gehabt. Der Schadensoutput von den CVs ist wirklich in Ordnung. Der ist absolut okay. Da brauchen wir uns nicht beschweren. Trotzdem finde ich es einfach lächerlich, dass die Flugzeuge genauso wenig Leben haben wie die 7er, obwohl die Flak auf Legendär deutlich krasser ist. Also so eine Mino wird eure komplette Staffel in kürzester Zeit einfach zerlegen. Deswegen, ich finde das einfach nicht gut und hoffe wirklich stark, dass Wargaming da noch nachlegen wird. Also, Trefferpunkte 2999, 181 Knoten schnell, Größe Angriffsstaffel 2. Flugzeuge in die Staffel 8, 7,5 Kilometer Erkennbarkeitsreichweite, 34 Sekunden, Wartungszeit 9637 Schaden, Höchstgeschwindigkeit 63 Knoten und Torpedoreichweite 4,4 Kilometer. Zu den Bombern, 2785 Trefferpunkte, Höchstgeschwindigkeit 188 Knoten, Größe Angriffsstaffel 3, immerhin Flugzeuge je Staffel 9, Erkennbarkeitsreichweite 8 Kilometer, Flugzeugwartungszeiten 34 Sekunden, Bombenhöchstschaden 12.500 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 55%. Artillerie haben wir 8 Punkte, 12x200 mm, Feuerreichweite 5,5 Kilometer, Nachladezeit 2,9 Sekunden, Sprenggranaten Höchstschaden 1.700 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 6%. Flugabwehr 99 Punkte, Manövrierfähigkeit 56 Punkte, 34,5 Knoten, Höchstgeschwindigkeit 1.250 Meter, Wendekreisradius 17,1 Sekunde Ruderstellzeit, ja, und dann kommen wir schon zum Tarnung oder zum Tarnwert. 43 Punkte haben wir hier, 13,5 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, 11,3 Kilometer Erkennbarkeit zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometer. Panzerung, ähnlich wie bei der Midway auch. Wir haben ein sehr starkes Flugdeck. Da werdet ihr die Kreuzer und die DDs wirklich gut mit treuen können. Schlachtschiffe werden euch trotzdem eine reinhauen. Sie hat eine relativ kleine Zitadelle gegenüber der Midway. Dafür liegt sie aber deutlich höher und ist auch nicht so gut gepanzert wie bei der Midway. Achso, wir wollten uns noch die Übersicht angucken. Getarnte Flugzeuge mit guter Verborgenheit,
Bordfabrik, schnelle Flugzeugwartungszeiten, das stimmt. Sekundäre Reichweite, überdurchschnittliche Reichweite der Sekundärbatterie. Ja, ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte mir da ein bisschen mehr Reichweite gewünscht. Als Kapitän habe ich wieder den Nabusata Isano drauf. Ich weiß, es ist ein DD-Kapitän, allerdings hat er wirklich sehr, sehr schöne Vorteile. Wir haben als Inspiration Space Fishy und Reizu Tanaka. Dann haben wir Kontakt steht unmittelbar bevor. Also die Torpedogeschwindigkeit wird erhöht, auch von den CV, also von den Flugzeugtorpedos. Dann haben wir prüfenden Blick, Erkennbarkeitsreichweite zum Wasser verringern, also unser Tarnwert von dem CV wird nochmal verbessert. Dann haben wir hier nochmal Sprintmeister, Torpedogeschwindigkeit plus 6 Knoten. Ja, auch hier wieder Verbesserung der Flugzeugtorpedos. Also wenn da nichts auf Schiffsspezifisches so rum bezogen ist, dann ist das allgemein gehalten. Das bedeutet, dass hier auch die Flugzeuge davon betroffen sind. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal 6 Knoten schnellere Torpedos bei den Flugzeugen. Dafür ist die Reichweite ein bisschen kleiner mit 26%. Aber ganz ehrlich, Freunde, das ist uns egal, weil wir sind Flugzeuge. Dann fliegen wir halt ein bisschen näher ran. Ja, hier haben wir halt einen Perk, den wir halt überhaupt nicht benutzen können. Das ist ja auch egal. Und zum Schluss habe ich hier unaufhaltsam. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht mit der Hakuyu wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Hakuyu. Wir sind hier zwei Brüder Herrscher von unterwegs, begleitet werde ich von Venom und Luca. Ja, es ist leider eine KI-Runde, da werde ich natürlich gleich noch was zu sagen. Ich würde aber sagen, wir hauen erstmal schnell die Werbung raus. Wieder mit dem Probierpaket, damit ihr selbst entscheiden könnt, welche Sorte euch zusagt und welche eher nicht. Und mit den Codes könnt ihr auf jeden Fall was sparen. Ja, Hakuyu, es ist leider eine KI-Runde und das wird euch leider auch anfangs erstmal so ergehen. Ihr werdet verdammt selten mal ein Standardgefecht finden. Also wir haben es ja an den Abend ein paar Mal versucht und wir haben es nur ein einziges Mal geschafft gehabt. Und ich habe es danach noch ein paar Mal versucht gehabt und es war einfach unmöglich. Deswegen müsst ihr jetzt leider mit dem KI, ja, mit einem KI-Gefecht leben. Natürlich werde ich euch, wenn ich es mir irgendwann auch mal holen sollte, die Büroprojekte, aktuell habe ich noch keine Lust dazu, werde ich euch natürlich eine Standardrunde nachreichen. Das ist ja ganz klar. Ich möchte euch trotzdem zeigen, was so die Stärken und Schwächen von der Hakuyu sind. Ihr seht schon, hier wollte ich euch mal den Wendekreisradius zeigen. Der ist nicht so geil. Also das erinnert mich schon alles so ein bisschen an die Graf Zeppelin. Und ich möchte hier aber auch nochmal klipp und klar sagen, ich habe es unter dem Midway-Video gelesen gehabt, dass viele enttäuscht waren und auch einige geschrieben haben, ja, jetzt werde ich mein Büroprojekt stoppen. Ich habe überhaupt keine Lust auf die Dinger. Freunde, ganz ehrlich, ihr habt jetzt 30 Millionen dafür hingeblättert, ne? Der Lachs ist gelutscht, keine Frage. Warum solltet ihr das Ding jetzt stoppen? Die Schiffe sind nicht schlecht, also die CVs sind wirklich, wirklich nicht schlecht. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich bin nur enttäuscht, dass sie eben keine Besonderheiten haben. Ne? Zum Beispiel jetzt von T5 auf T7 merkt man halt einen Unterschied. Wir haben zum Beispiel hier dieses eine Modul, dass wir nicht ganz so viel Schaden fressen und dass halt meistens 3 Flugzeuge angreifen statt nur 2. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und das haben wir von 7 auf Legendär einfach nicht. Ne? Sie spielen sich halt wirklich wie 7er CVs, die halt einen besseren Schadensoutput haben. Und das enttäuscht mich so ein bisschen. Ne? Ich hätte mir halt wirklich ein bisschen mehr Eigenarten gewünscht, dass man sagen könnte, alles klar, man merkt halt auch einen Unterschied zwischen Legendär und 7er und das fehlt halt. Sie sind, wie gesagt, keine schlechten CVs. Beide nicht. Sie machen beide wirklich Spaß, aber es fehlt ihnen einfach, ja, irgendwas Besonderes. Ne? Es wäre geil gewesen, wenn wir die Raketenflugzeuge bekommen hätten. Es wäre geil gewesen, wenn wir vielleicht stattdessen dann einen besonderen Perk nochmal bekommen hätten. Irgendwas, was sie halt einzigartig macht auf Legendär. Das fehlt halt und das ist das, was mich halt auch so enttäuscht und das ist halt auch so für mich so ein bisschen der Grund, warum ich sage, okay, ich kann warten, ich brauche die Projekte aktuell nicht, ich will sowieso warten, bis sie wieder für Dublonen verfügbar sind, weil ich die 30 Millionen Credits einfach nicht ausgeben möchte. Wie gesagt, wenn ihr die Dinger schon gekauft haben solltet, dann erforscht sie ganz normal, umso besser für die anderen Leute, damit die anderen Leute halt auch Gefechte finden können, ne? Das müsst ihr halt auch mal so bedenken. So. Jetzt wollen wir uns aber mal so ein bisschen auf die Hakuyu konzentrieren. Also sie ist ein typischer Japaner, die Torpedos sind geil. Was mich so ein bisschen enttäuscht bei der Hakuyu ist, dass wir halt wieder nur mit 2 Flugzeugen angreifen, so wie mit der genervten Shukaku. Die Shukaku hat ja mittlerweile wieder 3. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mir die Shukaku echt ein bisschen lieber als das Ding hier. Aber dafür macht die halt einen unfassbar guten Bombenschaden. Da eine Bombe 4125 Schaden, wir werden es auch gleich nochmal später sehen, da hauen wir nochmal ein bisschen mehr Schaden raus. Wir haben sie halt sehr hoch getroppt, das heißt, wir haben eine extrem starke Durchschlagskraft gehabt und umso tiefer, umso besser. So, die Main ist weg. Ja, es ist halt KI. KI ist halt total schnell vorbei, ne? Das ist halt Kacke. So, da haben wir nochmal die Sumo. Gehen jetzt nochmal mit den Torpedo-Flugzeugen drauf. Wie gesagt, ich finde es halt sehr, sehr schade, dass hier nur 2 Flugzeuge angreifen. Die Midway hat zum Beispiel dann den Vorteil, ne, dass dann 2 Torpedos pro Flugzeug geworfen werden. Und bei den Bomben dann halt auch wieder mehr.
Und das haben wir bei beiden nicht. Also das finde ich schon wieder ein bisschen sehr schade, dass die Amerikaner wieder so typische Bonis kriegen, was andere Nationen einfach nicht bekommen. Und ihr seht es hier, ne? Also der Wendekreisradius ist nicht geil. Der ist wirklich nicht geil. So, gehen jetzt hier nochmal auf die Sumo. Mit zwei Torpedos. Mal gucken, was wir hier jetzt drücken an Schaden. Boah, die hat jetzt gefressen. Ja gut, war jetzt natürlich nicht mehr viel dran. Da war natürlich jetzt nicht mehr viel dran. Ärgerlich. So, wir ziehen natürlich jetzt den CV noch weiter hier runter. Und schaut euch mal den Autopiloten an, ne? Er will nicht geradeaus durchfahren. Er möchte jetzt am besten wirklich drehen und hinten umfahren. Also da merkt man doch ganz ehrlich, Wargaming, am Autopiloten, da muss definitiv geschraubt werden. Das kann so nicht sein. Also das ist wirklich lachhaft. Das ist wirklich lachhaft. Und ich hatte jetzt auch schon mehrere Situationen, wo einfach mein Autopilot völlig anders gesteuert ist, wie es mir eigentlich geplant wurde. Ja, und dann habe ich ein Torpedo gefressen. Das hat mich natürlich maßlos geärgert. Also am Autopiloten müssen sie echt noch arbeiten. So, wir haben jetzt nochmal Torpedobomber. Gehen jetzt hier drüben auf das Schlachtschiff. Das Gute ist, das Schlachtschiff wird uns auch alleine gehören. Also hier können wir jetzt wirklich nochmal in aller Ruhe schauen, wie so der Schadensoutput von der Akuyo ist. Und ihr seht's, der Nachteil bei den Legendären, die brauchen unfassbar lange, bis halt wirklich, ja wie soll ich das sagen, der Kegel halt extrem klein wird. Ne? Also das ist bei den Siebenern auch deutlich schneller. Das ist auch ein riesen Nachteil von den Legendären. So, 5000, also ungefähr 11.000 Schaden mit den Torpedos. Und guckt euch diesen Wendekreisradius an. Und ihr müsst bedenken, auf Legendär ist die Flak halt stark, ne? Gerade so eine Minute, die holt euch halt alles runter. Also im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, so leid mir es tut, Freunde, ich habe mich echt drauf gefreut. Ich bin echt enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht und muss ganz ehrlich sagen, ich kann warten. Ich kann wirklich warten, vielleicht bis andere nochmal kommen. Da nochmal 8.000 und nochmal 5.000. Also der Schadensoutput, ich will es hier auch nochmal wiederholen, Freunde. Der Schaden ist wirklich geil von den Dingern. Also sie sind nicht schlecht, aber ihnen fehlt einfach die Besonderheit. So, jetzt haben wir nochmal die Bomben. Jetzt achtet nochmal schön auf die Bomben. Also ich muss ja wirklich sagen, dass die Hakuyu echt mehr, also bessere Bomben hat als Torpedos. Das ist ja eigentlich bei den Japanern eigentlich eher immer andersrum. Ne? Die Torpedos sind eigentlich so, dass das, ja, die Stärken von den CVs. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Bomben doch ein Tickchen geiler. Ne? Hier greifen wir zum Beispiel auch wirklich mit 3 Flugzeugen an. Wäre halt cool gewesen, wenn man mit 4 Flugzeugen angreifen würde. Und zack, 12.000 Schaden. Also das ist nicht ohne. Ne? Also das kann sich wirklich sehen lassen. Das Ding brennt. Ach, und da wird es uns schon wieder geklaut. Schade. Mehr wird leider bei der Runde nicht rumkommen. Trotzdem seht ihr, dass der Schadensoutput auch von der Akuyu richtig geil ist. Torpedos sind so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Torpedos sind doch ein bisschen enttäuschend. Aber dafür sind die Bomben umso geiler. Es ist ein geiler CV. Was halt richtig geil ist, ist halt die Wartungszeit ist ja bei der Akuyu richtig kurz. Und das macht das Ding halt unfassbar geil. Ne? Also das macht das Ding wirklich unfassbar geil, weil dann ist das wie bei der Kaga. Man hat wirklich keine Probleme mit den Flugzeugen. Das ist wirklich ihre Stärke. Aber trotzdem im Großen und Ganzen, ne, macht mir persönlich dann, wenn ich jetzt mal Kaga und mittlerweile auch Shokaku rausziehe, die zwei machen mir irgendwie mehr Spaß als das Legendäre. Und das darf doch eigentlich nicht so sein. Ne? Auf der höchsten Stufe möchte ich natürlich auch nochmal irgendwas Besonderes haben. Das fehlt leider, Freunde. Und es tut mir auch leid, dass es so ein kurzes Video geworden ist. Aber ich trotzdem für die Leute, die den Stream damals nicht gesehen haben. Hier habt ihr jetzt noch ein Video von der Hakuyu gehabt, damit ihr seht, was auf euch wartet. Ihr müsst halt damit rechnen, dass ihr gerade zu Anfangszeiten erstmal sehr, sehr wenige Matches finden werdet, beziehungsweise halt extrem lange Wartezeiten, wenn überhaupt dann einer spielt. Vielleicht irre ich mich auch, dass ganz viele die Aufträge gekauft haben und ihr dann direkt damit losstarten könnt, dann ist es umso schöner. Aber im Großen und Ganzen, ich kann wirklich darauf verzichten und ihr wisst, ich liebe CVs. Sie sind für mich leider ein bisschen enttäuschend. Ne, jetzt haben wir das Fazit schon so ein bisschen vorgezogen. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns die Tage wieder. Und dann möchte ich natürlich jetzt noch meine Kanalmitglieder begrüßen. Den Max Feldmann, der bunte Schuh, ich will immer bunte Kuh sagen. Der bunte Schuh, der Fürsti 1979, Alpha Schwadron, Dima The Game, Gamestar Play HD, Captain Kalle 1887, Andreas Schmidt, Panda Bear 98, Zölli 112, Blitzkrieger 121, René XXX, Nico V8, Raymond HH, Spartan Wolf 70, Alpier King, Sirius 05 und TDStar. Vielen lieben Dank für euren Support. Ja, Freunde, dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!